Löwenzahn. Herr Schulke. Psst. Herr Schulke. Hermann. Herr Schulke. Hermann. Hermann, du hast einen Biss. Zu spät. Na toll. Das war bestimmt so einer. Und du hast ihn vertrieben mit einem Geschrei. Ich hab dich nur wecken wollen. Du hast geschlafen. Nein. Doch, haben Sie. Ich hab gelauert. Ist ja auch egal. Ich wollte dich nur um einen kleinen Gefallen bitten. Gefallen? Nachdem du mir den Fang des Jahrhunderts vermasselt hast. Ich hab Frau Susemihl zum Fischessen eingeladen. Ach, herrje. Jetzt suche ich mir lieber einen anderen Platz zum Lauern. Sonst geht mir Frau Susemihl auch noch vom Haken. Ich dachte... Und du wirst ein Anglerfreund sein. Aber Hermann... Tja, so ist der Hermann. Tief im Innern ein Funzkerl. Ja. Er zeigt es nur so selten. Ja, leider. Ich bin übrigens Huitien, der Vorsitzende von den Angelfreunden, unser Verein. Fritz Fuchs, Herr Paschulkes Nachbar und Gelegenheitsangler. Ah. Und das ist Keks. Hermann wird mir wohl nur nicht mehr helfen. Wobei denn? Naja, ich muss überraschend auf eine Geschäftsreise. Hab mich heute Morgen erst erfahren. Und ich habe so kurzfristig niemanden, der hier rausfährt, um meine Karpfen zu füttern. Hier, mein Zuchtteich. Das ist alles? Fische füttern? Das machen wir doch gerne. Was, Keks? Ja, na komm. Wie viele Fische hast du denn in deiner Zucht? 60. 60? Sind aber nicht besonders viel für eine Fischzucht, oder? Nein, aber dafür sind das besonders wertvolle Tiere. Ich füttere sie jeden Tag mit einem Spezialfutter. Ein altes Rezept von meinem Großvater. Beste Zutaten, streng geheim. Pass gut drauf auf. Schau mal hier. Das lieben sie. Ja. Und du deine Karpfen. Ja, sie sind immer da. Auch wenn man sie nicht immer sieht. Schon geheimnisvoll. So ein Leben unter Wasser. Fische haben sich perfekt an ihren Lebensraum angepasst. Kein Wunder. Die Unterwasserspezialisten gibt es schon seit vielen hundert Millionen Jahren und lange bevor die Dinosaurier lebten. Das ist also ein richtiges Urviech, so ein Karpfen. Mit den Bauchflossen lenken Fische übrigens nach links oder rechts. Eine kräftige Schwanzflosse sorgt für Tempo. Dabei hilft auch die Körperform, etwas zugespitzt und stromlinienförmig. Die Fischschuppen sind mit einer Schleimschicht überzogen, so flutschen die Fische noch besser durchs Wasser. Frieren oder schwitzen können Fische übrigens nicht. Sie sind immer so warm oder so kalt wie das Wasser drumherum. Wechselwarm nennt man das. Und von wegen stumm wie ein Fisch. Mit ihren Schwimmblasen, Zähnen oder Kieferknochen machen manche Fische Geräusche. Vielleicht ja sogar, um sich zu unterhalten. Hallo, hallo. Hörst du mich? Oh, oh. Keks, beeil dich. Die Karpfen warten auf ihr Frühstück. Na komm. Autsch. Ah. Guten Morgen, Herr Paschulke. Guten Morgen, Herr Fuchs. Brauchen Sie meine Hilfe? Nee, danke. Geht schon. So. Ja. Alle Achtung. Was wird das denn? Meine Gartenküche. Ich koche selbst. Bei Tisch. Ganz nobel. Frau Susemihl wird dahin schmelzen.
Voilà, zum Anbeißen. Ich meine die Fische. Hier. Ganz frisch. Gestern noch gefangen. Respekt. Da waren Sie ja ganz schön unterwegs. Sardinen, die kommen im Mittelmeer vor. Oder auf dem Fischmarkt. Sie werden doch Frau Susemihl nichts verraten. Ach was. Bis dann, Herr Paschulke. Warte mal, Keks. Ja, ich glaube, das wird Herrn Paschulke selber eindrücken. Ja, siehst du, Keks, sehr schön. Aber jetzt Fische füttern. Na komm, na komm. Keks. Das gibt's ja gar nicht. Wie kann denn sowas passieren? Halt! Stehen geblieben! Wer war das denn? Egal, komm, Keks. Bevor Huis Karpfen ersticken. Na komm, na komm. Mann, 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 Mann. Dicht machen. Ja. Verflixt. Oh. Hier seid ihr sowieso nicht mehr sicher. So, schnell. Bevor die Karpfen ersticken. Komm, Keks. Mal gerettet. Hoppala. Wassertemperatur messen? Hm. 16 Grad, das passt. Wie im Naturteich. Na? Fehlt euch sonst noch was? Habt ihr alles, was ihr braucht? In ein richtiges Aquarium gehört jedenfalls mehr als nur Wasser. Die Fische sollen sich ja schließlich wie zu Hause fühlen. Mal sehen. Sand und feiner Kies als Boden. Ja, alles gut verteilen. Ja, und ein paar Versteckmöglichkeiten dazu. Die machen aus einem Aquarium einen richtig kleinen Teich. Wassermarsch. Aber Moment mal, fehlt da nicht noch etwas? Ah ja, Grünzeug ist für Fische besonders wichtig. Pflanzen produzieren Sauerstoff. Den atmen die Fische mit ihrem Kiemen direkt aus dem Wasser. Eine Filterpumpe sorgt für extra Sauerstoff und säubert das Wasser, damit die Fische nicht irgendwann im Trüben schwimmen. Deshalb erst einmal alles schön durchreinigen. Das dauert eine Weile. Und dann ist das Fischhotel fertig. Nun ist alles bereit zum Einzug. Die Bewohner kommen in der Plastiktüte. Na, gefällt euch das? Nur Geduld. Erst mal gucken und langsam an die Temperatur gewöhnen. Und dann schnell hinein ins neue Heim. Ja, so lässt sich's aushalten. Als Fisch. Ja, jetzt fühlt ihr euch hoffentlich wohl in eurem Notaquarium. Ha, Sie sind mir vielleicht ein Schlawiner. Erst versprechen Sie dem Hui, auf seine Karpfen aufzupassen und dann schwupps. Also, wenn Sie mir die Hälfte abgeben, dann verspreche ich Ihnen, dass ich dem Hui nichts verrate. Vergessen Sie es, Herr Paschulke. Der Hui hat mir die Tiere anvertraut und die bekommt er auch wieder zurück. Wie viel sind das eigentlich? Sollten 60 sein.
Ich habe sie noch nicht gezählt, aber ich habe keinen zurückgelassen. Dann mal los. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21. Das sage ich ja. Und der da? Ja, das ist aber gar kein Karpfen. Das ist ein Hecht. Lecker. Ob der die anderen Karpfen gefressen hat? Der Hecht ist ein guter Jäger. Ein Raubfisch, vor dem kein anderer Fisch sicher ist. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber auch die anderen Fische brauchen Nahrung. Die meisten geben sich schon mit kleinerer Beute zufrieden. Ich hab Hunger. Ein kleiner Fisch fischt keinen Fisch. Ein Bachflohkrebs. Schups. Halt, hier geblieben. Alles, was reinpasst, wird gefressen. Manche mögen es lieber vegetarisch. Oder sie haben sich auf Fischeier anderer Fische spezialisiert. Alles satt? Dann kann jetzt verdaut werden. Keks? Das ist alles ganz schön mysteriös. Ein Hecht im Karpfenteich. Also der Hui hat den ganz bestimmt nicht da reingesetzt. Aber wer dann? Vielleicht der Mann, der vor uns weggelaufen ist. Und hat er auch das Wasser aus dem Teich gelassen? Und wenn ja, warum? Ha! Ein Dieb! Halten Sie ihn auf! Oh nein! Gut gemacht, Keks. Hey! Das war doch der Typ vom Teich. Meine Fische, gucken sich das an. Die kann ich wegschmeißen. Keks, alles richtig gemacht. Und? Was wollte der? Offensichtlich Huis Fischfutter. Fischfutter? Frau Susemehl kommt in 3 Stunden und ich hab nix als ein bisschen Salat. Ich glaube, ich werde mir diesen Fischdieb mal genauer unter die Lupe nehmen. Na komm, Keks. Ja. Keks, darum geht's. Da. Oskars Fischparadies. 4. Moment mal. Hat Hui nicht gesagt, sein Futter ist ein Geheimrezept von seinem Großvater? Und Keks? Das ist mein Köder. Ja. Hallo? Hier ist ein alter Anglerfreund von Hui. Ich habe mit Hui noch eine Rechnung offen. Wenn Sie an dem Spezialfutter interessiert sind, dann hören Sie jetzt gut zu. Ich habe nicht nur eine Probe davon, sondern auch das Originalrezept. Kommen Sie zum Teich. In 30 Minuten. Mal sehen, ob er anbeißt. Ist hier jemand? Oh nein. Oh ja. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht stumm wie ein Fisch, sondern haben ein paar Erklärungen parat. Ja, die habe ich tatsächlich. Aber es ist egal, was ich Ihnen sage, Sie werden mir eh nicht glauben. Versuchen Sie es doch einfach mal. Okay. Also, ich bin selber Fischzüchter. Oskar, von Oskars Fischparadies im Ort nebenan. Und ja, ich bin an dem Geheimnis von Hui Tiens Karpfen interessiert. Das sind schon besondere Tiere. Ja, und da habe ich hier ein bisschen rumspioniert, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und haben das Wasser aus dem Teich gelassen? Nein, nein, das war ein Versehen. Ich bin drüber gestolpert und dann ging der Abfluss auf. Ich habe ja versucht, ihn wieder zuzumachen, aber das ging nicht. Und dann kamen Sie, Hui Tien und diese Bestie.
Sie meinen Keks. Und da habe ich Panik gekriegt und bin weggelaufen. Als ich am nächsten Tag dann wiederkam, da war ich genauso erschrocken wie Sie, dass der Teich leer war. Und dann kam sie schon wieder und diese Bestie. Keks. Ja, ich hätte nicht weglaufen sollen, sondern gleich alles erklären. Das wollte ich dann am nächsten Tag, als ich zu Ihnen nach Hause kam. Und da sah ich plötzlich den Futtersack da stehen, unbewacht. Ja, und da war mir klar, das ist das Geheimnis, das Futter. Deshalb sind die Tiere so rund und gesund. Und da habe ich dann einfach weggegriffen. Das war ein Fehler, ganz klar. Und dafür entschuldige ich mich. Und dann haben Sie den Hecht in den Zuchtteich gesetzt. Hecht? In einen Karpfenteich? Niemals würde ich sowas machen. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin selber Fischzüchter. Ich wollte Huis Futter, aber ich würde niemals seine Tiere umbringen. Das müssen Sie mir glauben. Na, Keks, was meinst du? Wie viele Karpfen fehlen denn? So etwa 40. 40? Wow. Okay, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Um meinen Fehler wieder gut zu machen, besorge ich Hui 40 Karpfen, auf meine Kosten. Vielleicht glauben Sie mir dann, dass ich kein Dieb bin. Eigentlich. Also gut. Abgemacht. Morgen früh um 8. Morgen früh um 8, versprochen. Danke. Danke. Wenn's Oskar nicht war, wer war's dann? Das kann ja praktisch jeder gewesen sein. Keks? Was hast denn du da? Zeig mal her. Ein Angelschein. Wem gehört denn der? Mal sehen. Das gibt's doch gar nicht. Gut gemacht. Na komm. Ah, Herr Fuchs. Das Fischessen war ein voller Erfolg. Frau Susemihl war überwältigt. So einen guten Fisch hätte sie noch nie gegessen. Fisch, Ihre Sardinen waren doch in den Dreck gefallen. Ja, ja. Aber ich war noch mal auf dem Fischmarkt. Karpfen gräten, Herr Paschulke. Ja, das kann ich erklären. Mein Angelschein. Den habe ich verloren, schon im Frühjahr, am Vereinsweiher. Und wieso finde ich den an Hois Karpfenteich, wo Angeln verboten ist? Sie haben den Hecht in Hois Zuchtteich gesetzt. Was? Den Hecht? Also, Herr Fuchs, sind Sie wahnsinnig? Sie mögen Hui nicht, ganz offensichtlich. Ja, weil er jedes Jahr Angelkönig wird. Und seine Karpfen hütet wie einen Goldschatz. Aber so einen kapitalen Hecht, den hätte ich doch selbst gegessen und nicht einfach wieder fallen gelassen. Aber wieso finde ich Ihren Angelschein in Hohes Teich? Na, der ist mir weggeweht. Ja, von dem kleinen Teich, an dem ich geangelt habe, rüber zum Naturteich. Der Wind hat ihn fortgetragen. Der Wind. Über 100 Meter. Naja, ich geb's dazu. Ich habe ein- oder zweimal die Angel reingehalten, aber diese verwöhnten Biester wollten bei mir einfach nicht anbeißen. Entschuldigung. Ja? Hui! Ja, den Karpfen geht's gut. Ah, Frau Susemihl. Ja? Wie, ist das Ihr Ernst? Ja, aber gerne. Ja, bis dann. Auf Wiederschön. Das war Hui. Er kommt zurück. Morgen früh. Das war Frau Susemihl. Sie möchte noch mal Karpfen essen. Morgen Abend. Herr Paschulke, ich denke, Sie haben da noch was gut zu machen. Ah, hallo. Hallo. So, der Abfluss ist jetzt auch repariert. Damit es gleich nicht normal passiert. Das ist ja... Oskar, ein Fischfreund. Wie Sie? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und hier die 40 Karpfen, wie versprochen. Da können auch ein paar mehr sein. Oh, sind die fett. Oskar, du hast dein Wort gehalten. Und dann wollen wir mal. Die Fische wollen dahin, wo sie hingehören, in den Teich. Ja.
Was für ein Prachtkerl. Ach was? Ein gemeiner Räuber ist das. Mordet die anderen Fische und verspeist sie dann. Wie Sie, Herr Paschulke. Ein echter Hecht eben. Der hat auch ein Recht auf seine Natur. Mhm. Na los, alle. So, zurück in den Naturteich, wo du hingehörst. Tja, Fuchs, Sie meinen sicher immer noch, dass ich es war, der den Hecht zu den Karpfen gesetzt hat. Nein, aber ich frage mich wirklich, wie es der Hecht geschafft hat, vom Naturteich in den Zuchtteich zu kommen. Der kann ja nicht fliegen. Keks! Keks, jetzt lass doch die arme Ente in Frieden. Im Wasser ist er flink wie ein Fisch. Komm her! Ja, Keks, hä? Wie siehst du denn aus? Es klebt ja wie... Ist ja... Das ist Fischleich. Vielleicht ist das ja eine Spur. Zwei Karpfen haben sich gefunden und naja, sie möchten gerne Kinder haben. Leichen nennt man das. Und die Fischeier, die heißen Fischleich. Ist die zukünftige Karpfenmutter bereit, legt sie ihre Eier einfach am Boden ab. Der Vaterfisch gibt dann seinen Samen dazu. Sieht aus wie Milch. Das war's schon. Jetzt heißt es abwarten. Nach einigen Tagen schlüpfen kleine Mini-Karpfen aus dem Laich. Fischlarven heißen die. Das Ding am Bauch ist der Dottersack. Von dem ernähren sich die Larven in der ersten Zeit. Manche Fische sparen sich das mit den Laichen und bringen die Fischkinder gleich lebend auf die Welt. So wie diese Guppies. Richtig schwer hat es der Aal. Der muss erst mal viele tausend Kilometer bis zu seinem Laichplatz reisen. Fast nichts und niemand kann ihn aufhalten. Zur Not kriecht er sogar ein Stück übers Land. Mitten im großen Atlantik, tief unten in der Saragossa-See, passiert es dann. Ja, wie genau Aale laichen, das hat noch niemand gesehen. Der Aal macht's ganz schön spannend. Jedenfalls machen sich danach viele Millionen Babyaale auf den Rückweg zurück in die Flüsse und kleinen Bäche. 3 Jahre dauert diese Reise. Aus der Aallarve wird ein Glasaal und dann ein großer Aal. Die meisten Fische aber bleiben zum Laichen lieber zu Hause. Manche bauen sich dafür kunstvolle Nester. Mehr oder weniger. Oder sie verstecken ihren Laich einfach im Sand. Wenn gerade keiner guckt. Die Hechtmama haftet ihren Laich an Unterwasserpflanzen in Ufernähe. Dort finden die neugeborenen Hechte den besten Schutz. Der Hechtlaich ist extrem klebrig und kann auch schon mal an etwas hängen bleiben. So ist der Hecht ganz problemlos in den Zuchtteich gelangt. Als Hechtlaich? Natürlich. Also, der Hecht hat seine Eier dort abgelegt und die Enten haben den Fischlaich mit rüber in den Karpfenteich genommen. Ein Streich der Natur. Na klar. Und in dem trüben Wasser ist er größer und größer geworden und hat einen Karpfen nach dem anderen gefressen. Und Hui hat nichts gemerkt. Was habe ich nicht gemerkt? Was ist mit meinen Karpfen? Ah, was ist passiert? Darf ich vorstellen, das ist Oskar, ebenfalls ein Fischzüchter und der sich übrigens sehr verdient um deine Karpfen gemacht hat. Herr Paschulke kennst du ja. Ein echter Karpfenkrimi. Und der Täter war ein Hecht. Was? Ein Hecht? Das können die beiden dir viel besser erklären. Oskar, Herr Paschulke. Also Herr Tien, das war so. Das war so. Nein, das war so. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber Keks, das kleine Algenmonster und ich, wir drehen mal wieder eine Runde. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da kommt Keks. Keks, da kommt alle.